Die Hersbrucker Schweiz ist eine alte Kulturlandschaft. Auf den baumbestandenen Angern weiden bis heute Rinderherden. Die Magerwiesen sind Lebensraum für viele Tierarten. Genau wie die Pegnitz, die Lebensader der Fränkischen Alb. Mittendrin liegt Hersbruck. Die mittelfränkische Stadt war 2001 die erste in Deutschland, die sich Slow City oder Cheetah Slow nennen durfte. Hersbruck verpflichtet sich damit, seine regionale Identität und die traditionelle Küche zu pflegen, sowie umweltschonend und nachhaltig zu wirtschaften. Und hier in Hersbruck begrüße ich Sie nun ganz herzlich zu Unkraut, liebe Zuschauer. Bei der Beschreibung, was genau eine Slow City ist, da darf ein Begriff nicht fehlen: Entschleunigung. Und zu dieser Entschleunigung gehören gesunde Lebensmittel und auch eine ökologische Landwirtschaft. Und genau darum geht es heute bei Unkraut, um Bio-Lebensmittel. Denn Bio ist wohlgemerkt mit 2S, besser, gesünder und vor allem auch umweltfreundlicher. Das ist Elisabeth Peters. Sie arbeitet beim Bund Naturschutz in der Projektstelle Ökologisch Essen. Hallo Frau Peters, grüß Sie. Hallo, grüß Sie. Sie haben ja den Bio-Einkaufsführer geschrieben. Worauf muss man denn jetzt eigentlich achten? Beim Bio-Einkauf ist es immer wichtig, beim Gemüse oder Obst, auch bei Grundnahrungsmitteln, auf saisonal und regional zu achten. Also, dass die Produkte aus der Region kommen und saisonal gut verfügbar sind. Tomaten und Gurken im Winter sind keine saisonale Ware und deswegen dann auch sehr teuer. Sie sind ja beratend beim Bund Naturschutz tätig. Mhm. Wen beraten Sie denn da eigentlich? Wir beraten mit der Projektstelle Ökologisch Essen Großküchen in München. Das sind Mitarbeiterrestaurants von großen Unternehmen. Das sind Kitas in München oder soziale Betriebe. Und denen sagen Sie dann, ihr müsst jetzt einmal die Woche Bio essen? Ja, genau. Das ist nicht ganz so keck, aber wir empfehlen ganz einfache Vorgehensweisen, dass man zum Beispiel Grundnahrungsmittel austauscht, Grundkomponenten dauerhaft austauscht oder einmal die Woche Bio auf den Speiseplan setzt. Und da ist es uns wichtig, dass es wirtschaftlich ist und nicht zu viel kostet, damit die Mitarbeiter nicht unnötig viel einen Preisaufschlag zahlen müssen. Was sagen denn die Köche dazu? Nehmen die das gerne an oder ist es schwierig, die zu überzeugen? Die Köche sind sehr aufgeschlossen, weil Bio ein wichtiges Qualitätsthema geworden ist, mit dem wir punkten können. Und die Köche merken, dass die Tischgäste es sehr gut annehmen und dass es nachgefragt wird. Sie haben den Preis ja eben kurz angesprochen. Das ist ein Riesenthema. Viele Menschen sagen, Bio, das ist ja alles schön und gut, aber das kann ich mir gar nicht leisten, gerade wenn es um Fleisch geht. Ja, beim Fleisch ist es allerdings ein großes Thema. Also Biofleisch ist deutlich teurer als konventionelles. Das liegt daran, dass im Ökolandbau die Tiere ganz anders gehalten werden. Sie haben, das schreiben die Richtlinien vor, Auslauf. Auch Schweine, Hühner haben Auslauf im Bioanbau. Und es ist so, dass sie vor allen Dingen eine völlig andere Fütterung verabreicht bekommen. Die Fütterung im konventionellen Anbau hat sehr viel Kraftfutter und deswegen nehmen die Tiere sehr schnell zu und erreichen sehr schnell ihr Mastziel. Und im Ökolandbau leben die Schweine und die Hühner viel länger. Braucht es halt alles ein bisschen mehr Zeit und genau. Das ist ja auch gut. Also lieber weniger Fleisch essen und dafür richtig Gutes. Und ich meine, es gibt ja noch jede Menge Alternativen. Ich werde mir, liebe Frau Peters, jetzt gleich noch diese Karotten mitnehmen. Ihnen erstmal herzlichen Dank Gerne. Für das Gespräch. Die brauche ich nämlich noch zum Kochen. Hans Kliszewski ist Biolandwirt. 1989 stellte er seinen Betrieb um. Seitdem produziert er für den Anbauverband Bioland. Neben der Hofarbeit steht Hans Kliszewski 3 Tage die Woche auf dem Markt, um Fleisch, Wurst und Käse aus eigener Herstellung zu verkaufen. Herr Kliszewski, Sie haben ja vor 25 Jahren umgestellt auf Bio. Was hat sich denn, wenn Sie jetzt so zurückblicken, seitdem alles verändert? Ja, das war halt damals, wie wir umgestellt haben, so eine Anfangseuphorie. Man hat gemeint, man kann die Landwirtschaft längerfristig wenigstens zum größeren Teil umstellen auf ökologische Landwirtschaft. Und das ist schon irgendwie stecken geblieben. Woran liegt das? Also ich denke, das hat viele Gründe. Für mich die Hauptgründe sind, dass einfach diese ausufernde Bürokratie und
einfach die Vermarktung, die Bio-Vermarktung über die Supermärkte. Das läuft halt alles über den Preis und man muss ja auch konkurrieren mit Bio aus der ganzen Welt. Und dazu gehören natürlich auch diese besonderen Rindviecher. Was sind das denn für welche? Das ist eine alte fränkische Rinderrasse, das fränkische Gelbvieh. Die sind halt noch nicht so hoch gezüchtet, sprich, die geben halt nicht ganz so viel Milch. Und wir züchten die auch auf Langlebigkeit. Und daraus machen Sie dann den Käse? Daraus, aus der Milch machen wir den Käse. Zeigen Sie mir mal wo. Mach ich gern. So, Hände habe ich ja desinfiziert. Was muss ich denn jetzt machen oder wie geht's? Das sind unsere Edelbert, also es ist so Camembert-Art Käse. Den muss man immer wenden. Jeden Tag muss man einmal wenden. Haben Sie es eigentlich schon mal bereut, dass Sie umgestellt haben? Also bereut, dass ich umgestellt habe, habe ich nicht. Aber was wir halt unterschätzt haben, ist die Arbeitsbelastung, das muss ich zugeben. Also der Stundenlohn ist nicht sehr hoch, das muss ich auch zugeben. Also die Zeit ist bei uns ein knappes Gut. Wie glauben Sie, sieht die Zukunft des Ökolandbaus aus? Schwierig zu sagen. Also ich glaube ja nach wie vor daran, dass wir nicht drum herum kommen, mehr Ökolandbau zu machen aus Umweltschutzgründen einfach. Weil wir einfach beim konventionellen Bereich meiner Meinung nach der Energieverbrauch zu hoch ist und die Belastung der Böden und des Wassers ist einfach zu hoch. Wir besuchen eines der ältesten Naturschutzprojekte Bayerns. Hier weiden seit fast 30 Jahren wieder Rinder auf den historisch gewachsenen Hutangern. Die baumbestandenen Weiden sind ein wichtiges Naturerbe der Hersbrucker Alb. Und natürlich werden die Rinder hier ökologisch gehalten. Hans Hohenester vertritt einen der Bioanbauverbände, nämlich Naturland. Herr Hohenester, wie steht es denn um den bayerischen Ökolandbau? Im Verhältnis zu manch anderen Bundesländern gut, aber im Verhältnis zum Anspruch, dass wir eine ressourcenschonende, nachhaltige und gesunde Lebensmittel produzierende Landwirtschaft brauchen, schlecht. Aber wenn man sich die Zahlen mal im Detail anschaut, muss man ja schon feststellen, dass es da keinen recht großen Zuwachs gibt. Also immer mehr Ökobauern, die satteln wieder um auf ihr altes Pferd, wollen wieder konventionell anbauen. Und wenn man die Zahlen so ein bisschen gegenüberstellt oder auch aufrechnet, dann sind es gerade mal 17 Betriebe in Bayern, die letztes Jahr neu dazugekommen sind. Woran liegt es denn? Naja, da haben wir letztes Jahr den Sondereffekt gehabt, dass die Auslaufflächen größer wurden. Da haben wir ein paar mehr Betriebe aufgehört. Und zum anderen liegt es natürlich an der unzureichenden Förderung des ökologischen Landbaus über die Jahre. Sodass dann einfach die Umstellungsraten einfach Jahr für Jahr eher zurückgegangen sind. Das heißt, die Biobauern bekommen Ihrer Meinung nach zu wenig Unterstützung? Im Verhältnis, wenn man jetzt schaut, die Agrarumweltprogramme und die gesellschaftliche Leistung, wird die im Verhältnis zu anderen Themen und Programmen schlecht gefördert. Helmut Brunner hat ja, unser Minister hat ja ein hohes Ziel gesetzt. Ja? Also bis ins Jahr 2020 will er die Biobetriebe in Bayern verdoppeln. Derzeit sind es 6.600. Ist das realistisch? Also das ist ein sehr hoher Anspruch, aber ich bin sehr froh darum, dass ein Politiker endlich der Meinung ist, dass er ein klares und mit Zahlen unterlegtes Ziel setzt. Das traut sich ja sonst auch fast niemand. Insofern begrüßen wir diese Initiative sehr. Wir sind jetzt verabredet mit dem Mann, der vor 17 Jahren hier in Franken den Verein Slow Food mit aus der Taufe gehoben hat. Herwig Danzer. So, Herr Danzer, ich habe Ihnen was mitgebracht zum Kochen. Oh, klasse. Was kann man brauchen? Was kann man brauchen? Na, die Karotten sind schon mal klasse und Zucchini nehmen wir auch noch mit dazu. Was macht man denn? Wunderbar. Ich habe ein ganz tolles Fleisch vom Hutanger für uns organisiert. Da habe ich die Kühe auf der Wiese laufen sehen. Die haben sie ja wirklich paradiesisch. Ja, also es ist nicht die gleiche, sondern die Gott sei Dank. Aber es ist genau diese Familie. Das ist schon klasse. Was sind Ihnen Lebensmittel denn wert? Ja, Lebensmittel sind schon eine Art von Philosophie. Das heißt, es kommt darauf an, wo habe ich dieses Fleisch her. Wenn es zum Beispiel aus einer Massentierhaltung ist oder sowas, dann würden wir es jetzt wiederum ablehnen. Aber wenn ich weiß, es kommt vom Hutanger, es hat dort so gelebt, es wurde so aufgezogen und es wurde vor allem auch so geschlachtet, dann ist es einfach ein Traum. Ökologischer Möbelmacher, ökologisches Kochen, wie passt das zusammen? Ja, eigentlich perfekt. Wir haben das Holz aus der Region in dieser Küche verbaut. Was ist das für ein Holz? Das ist eine Buche. Hier Buche aus der Hersbrucker Alb.
Und da kommt das Holz her, da kommen auch die Schreiner her, die das gefertigt haben. Und da verarbeiten wir jetzt die Lebensmittel, die eben unter dem Label Heimat auf dem Teller. Da müssen wir mal anfangen, weil sonst kriegen wir nämlich nichts auf dem Teller. Unbedingt. Was läuft denn in Ihren Augen falsch, wenn man sich mal so das große Ganze ansieht im Bereich Lebensmittel? Naja, das Problem ist, dass einfach zu wenig Verantwortung, zu wenig Bewusstsein, gerade bei der Massentierhaltung, aber eben auch bei der konventionellen Landwirtschaft, da gibt es auch ziemlich furchtbare Dinge. Während wir in der Hersbrucker Alb einfach das Glück haben, dass wir über Heimat auf dem Teller, was entstanden ist aus dem Tag der Regionen, einfach wissen, wo was herkommt. Jetzt gehört Hersbruck seit 2001 hier zur Cheetah Slow. Was hat sich seitdem hier eigentlich verändert? Ja, es sind schon einige Dinge, haben sich schon deutlich verbessert. Das Bewusstsein für regionale Zusammenhänge seit dem Tag der Regionen 1988 bei uns in Untergrumbach hat schon zugenommen. Und das ist eigentlich ein Vorteil, wenn man damals die Geschichte erzählt hat vom Holz aus der Region, dann haben sie gesagt, ne, das ist doch egal, wo das Holz herkommt. Durch die Lebensmittel ist natürlich dieses Bewusstsein sehr viel stärker gewachsen. Es ist einfach auch schön, wenn man weiß, was man da auf dem Teller hat. Und es schmeckt auch ganz anders. Salz? Okay. Also es duftet wirklich köstlich. Das kommt jetzt dann noch in den Backofen? Genau. Ja, und ganz klar, wir können natürlich dieses Gericht für Sie, liebe Zuschauer, jetzt hier nicht zu Ende kochen. Deshalb finden Sie wie immer alle Informationen, natürlich auch zu diesem Rezept, auf unserer Homepage. Ja, es gibt wirklich viele gute Gründe, sich dafür zu interessieren, wo das Essen auf unserem Teller herkommt und vor allem auch, wie es hergestellt wurde. Denn wie heißt es immer so schön? Man isst, was man isst. Ich verabschiede mich für heute aus der Slow City Hersbruck, eine von nur 12 in ganz Deutschland. Und alle Infos zu unserer Sendung, die bekommen Sie natürlich wie immer auf unserer Homepage.